Wir haben gesungen, er ist der Herrscher des Universums. Jesus ist die höchste Autorität im ganzen Universum. Er hat gesagt, ich habe alle Autorität, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und wenn wir im Namen Jesus beten und gebieten, dann muss der Feind sich auch dieser Autorität beugen. Jesus sagt, siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und auf Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Das kann Jesus sagen, weil er die höchste Autorität ist. Und er mit uns ist, er für uns ist. Und das ist eine gewaltige Vollmacht. Es ist nicht nur eine Vollmacht über einen Teil der Gewalt des Feindes, über die schwächeren Geister. Nein, über die ganze Gewalt des Feindes hat Gott uns Vollmacht gegeben. Und das lesen wir auch in Matthäus 10,1, wie er seine 12 Jünger zu sich ruft und er gibt ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Jesus gibt Vollmacht und dann sendet er sie. Weil wenn wir nur Vollmacht haben und nichts tun, dann nützt diese Vollmacht nicht so viel. Aber die Vollmacht ist dazu da, damit wir sie auch ausüben. Und so sagt er, geht hin, verkündigt, das Reich der Himmel ist neu gekommen, das Reich des Lichts ist neu gekommen. Und dann sollen sie folgendes tun, heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Denn Gott möchte, dass Menschen frei werden. Er will Menschen in die Freiheit führen, in sein Reich. Es kümmert ihn, dass Menschen leiden, dass Menschen gefangen sind und beraubt werden. Das kümmert ihn. Und darum gibt er uns Vollmacht. Und wir sind schon auf der Siegerseite. Jesus hat ja die Schlüssel in seiner Hand und er sagt uns, ich will die Schlüssel des Himmelsreiches dir geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Also binden und lösen, das sind die Schlüssel. Was heißt binden? Wenn du etwas bindest, da kann es sich nicht mehr bewegen. Das heißt eigentlich verbieten. Ich verbiete etwas. Und lösen, wenn es gelöst ist, kann es sich frei bewegen. Das heißt erlauben. Wir heißen das willkommen. Und wie tun wir das? Und da hat Gott uns eine einzige Waffe gegeben. Und das ist das Schwert des Geistes. Und das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes sprechen wir mit unserem Mund aus. Wenn wir es aussprechen im Sichtbaren, hat es eine Auswirkung auf das Unsichtbare. Gott selber sagt, eben unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und nehmt, werdet stark in mir, in meiner Stärke, und ich gebe euch meine Waffenrüstung. Und eigentlich alle Teile der Waffenrüstung, bis auf das Schwert, die sind zu unserem Schutz. Gott schützt uns. Er gibt uns den Helm des Heils, um unsere Gedanken zu schützen. Den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wir kommen nicht in unsere Gerechtigkeit, sondern wir haben das von Jesus bekommen. Wir haben den Gurt der Wahrheit. Wir stehen auf der Wahrheit. Wir glauben Gott und seinem Wort und nicht der Lüge, nicht dem Vater der Lüge, dem Teufel. Wir haben den Schild des Glaubens bekommen. Den sollen wir nehmen. Mit dem können wir alle Pfeile des Bösen auslöschen. Und er gibt uns auch diese Schuhe der Bereitschaft, damit wir uns eben nicht hinsetzen, sondern aufstehen und vorwärts gehen. Denn wir sind so oder so in einem Kampf, ob wir sitzen oder nicht. Es ist eine Lüge des Teufels zu sagen, ja, wenn du dich hinsetzt, dann lasse ich dich in Ruhe. Und diese Angst ist nämlich der erste Angriff des Feindes, um dich und mich lahmzulegen. Wenn wir uns unter diese Angst beugen, ich mache lieber nichts. Das ist der erste Angriff.
Aber wenn wir diese Bibelstelle nehmen, zum Beispiel Jesaja 41,10, wo er uns sagt, sei nicht ängstlich, ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir. Und wenn wir das glauben, dann beginnen wir den Schild des Glaubens zu heben. Und dann kommen diese Feuerpfeile, die uns Angst machen möchten, und wir heben den Schild des Glaubens. Mein Gott ist bei mir, er hilft mir, er steht mir bei. Und wenn wir nun das Schwert nehmen wollen und den Feind in die Schranken weisen, nicht nur abwehren, sondern wegweisen, dann nehmen wir das Wort und sprechen es aus, wie zum Beispiel 2. Timotheus 1,7, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Und wenn ich das für mich nehme, diesen Vers, dann nehme ich das Schwert und sage, Gott hat mir nicht gegeben den Geist der Furcht. Ich erlaube das nicht. Und somit weise ich das weg und binde das. Das gehört nicht zu mir. Sondern den Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Und das erlaube ich. Ich erlaube das, was von Gott kommt. Und was der Feind senden möchte, den Geist der Furcht, der Verzagtheit, das will ich nicht. Das binde ich, das verbiete ich. Und so beginnen wir, dieses Schwert zu gebrauchen und fangen an zu binden und zu lösen. Also nochmals, was binden wir, was verbieten wir und was lösen wir, was erlauben wir? Wir verbieten, was aus dem Reich der Finsternis kommt, das binden wir, und alles, was aus dem Reich des Lichts kommt, das lösen wir, das erlauben wir. Denn Jesus sagt uns im Vater unser, dein Reich komme, sollen wir beten. Dein Wille geschehe. Das heißt, wir sollen das willkommen heißen. Wir sollen bitten, lass dein Reich kommen. Und das ist eigentlich das Lösen. Willkommen heißen. Wir brauchen das. Und das andere verbieten wir. Wir widerstehen dem. Also wenn wir binden, dann binden wir diese unreinen, bösen Geister, die Dämonen, wie es heißt. Und das machen wir mit dem Schwert des Geistes. Und das können wir auch so machen. Vater, im Namen Jesus binde ich diesen Geist der Furcht. Und dann geht dieses Gebet in den Himmel, schneller als Lichtgeschwindigkeit. Der Vater hört das Gebet, er hört Gebet. Und er sagt, das ist in meinem Willen, das bewillige ich. Und dann habe ich auf der Erde gebunden und der Vater sagt, das ist gebunden, das ist bewilligt. Und es ist auch im Himmel gebunden. Und er sendet seine Engel, er sendet Legionen von Engeln für uns. Und was wichtig ist, wir beten nie zu Engeln. Sie sind nur dienstbare Geister, wir beten immer zu Gott. Aber die Engel hat er dazu geschaffen, als dienstbare Geister, die für uns kämpfen. Sie kämpfen die Schlacht und wir dürfen im Schatten des Allmächtigen sein und das Schwert gebrauchen. Also beim Binden und Lösen geht es um die Geister und um deren Einflüsse. Und es gibt nicht nur böse Geister, es gibt eben auch die guten Geister. Nicht alle Geister sind Dämonen. In Johannes 4,1 werden wir aufgefordert, die Geister zu prüfen. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Und nur das von Gott heißen wir willkommen. Es gibt eben diese 7 Geister des Herrn. Ich glaube, man darf dem auch vielleicht sagen, die Fülle des Heiligen Geistes. Und wenn der Heilige Geist kommt, dann bringt er auch Früchte, Resultate. Und die möchten wir alle, diese Freude, den Frieden, die Freundlichkeit. Möchte ich einfach nochmals auf das A und das O in dem ganzen Bereich von der Befreiung kommen. Das Blut von Jesus. Das Blut reinigt uns und schützt uns. Und das Blut von Jesus verliert nie seine Kraft. Und immer, bevor ich im Gebet das Schwert gebrauche, dann stelle ich mich ganz bewusst unter das Blut von Jesus. Und das heißt, ich schaue in mein Herz und sage, Jesus, muss ich was ablegen noch? Muss ich etwas bekennen, dass das Blut mich reinigen kann, damit keine Tür offen ist für den Feind? Und dann sage ich, Vater, im Namen Jesus, ich stelle mich unter dieses Blut, mich, meine Familie, die Verwandten, unser Hab und Gut. Und so sind wir wirklich geschützt, weil er den Preis bezahlte. Und darum ist es wichtig, auch in dieser Verbindung zu leben und das Blut eigentlich jeden Tag
in Anspruch zu nehmen, wenn wir fallen, wenn wir sündigen, dass wir zum Kreuz gehen und sagen, unsere Sünde bekennen, und er reinigt uns mit seinem Blut, dass der Feind keinen Raum in uns hat, uns zu verdammen, uns irgendwie zu quälen, sondern dass wir das Gott bekennen, und er ist treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt. Und es ist nur wegen Jesus, dank ihm können wir in Freiheit leben. Und darum ist es wichtig, auch in dieser Verbindung zu leben und das Blut eigentlich jeden Tag in Anspruch zu nehmen. Wenn wir fallen, wenn wir sündigen, dass wir zum Kreuz gehen und sagen, unsere Sünde bekennen, und er reinigt uns mit seinem Blut, dass der Feind keinen Raum in uns hat, uns zu verdammen. Weil wenn Dreck da ist, und so Dreck, das kann eben Bitterkeit sein, Unvergebenheit, Rebellion. Und da fallen wir alle immer wieder und wir müssen aufstehen. So Dreck zieht die Fliegen an, und das ist ein Bild für unreine Geister. Und wenn er uns reinigt von dem Dreck, dann ziehen wir das nicht mehr an. Und wir sind in der Endzeit und die Verführung, die Finsternis, das Böse nimmt zu. Der Feind wütet, er hat eine Macht, und wir dürfen aber unter dem Schutz Gottes stehen. Und was auch so mächtig ist, dieses Blut verliert auch nicht seine Kraft. Auch noch in der Drangsal ist das Blut Jesu da, und jeder, der zu ihm kommen möchte, darf seine Kleider waschen im Blut vom Lamm. Und so sehen wir auch in der Offenbarung 12, Vers 11. Und sie haben ihn, Satan, überwunden. Wie? Durch das Blut des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnis willen. Und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das sind wieder diese beiden Merkmale, das Blut des Lammes und das Zeugnis, was sie aussprechen. Und viele werden Märtyrer sein, aber Gott gibt ihnen Gnade und Kraft, durchzuhalten und zu sehen, dass die Herrlichkeit auf sie wartet. Und der Herr kommt bald, und ich glaube, dass wir darum jetzt in dieser Endzeit auch besonders aufstehen wollen, sollen. Weil wenn die Finsternis auf groß ist, dann soll unser Licht auch hell leuchten. Das heißt, wenn die Finsternis die Völker bedeckt, über uns geht auf der Herr und seine Herrlichkeit. Und wir haben, solange wir hier sind, den Auftrag als Licht der Welt, damit Menschen, viele Menschen noch auch in das Reich des Lichts kommen können. Und so sollen wir einfach das Böse binden und vorwärts gehen, so wie der Herr uns führt, Schritt für Schritt.